meldet heute einen starken Anstieg von Neuinfektionen im Land. So stieg die Zahl der neu positiv getesteten Personen um 2853 zu gestern. Auch die Anzahl der Todesopfer, der mit oder durch Covid verstorbenen Menschen, erhöhte sich um 104. Ungarn beschleunigt die Impfaktion mit zusätzlichen Impfstoffen aus Russland und China im Land. Bis Sommer will man 70% der Bevölkerung durchimpfen, so ist der Plan. Eine Lockerung der Maßnahmen hat die Landesärztin Cecilia Müller jedoch derzeit nicht in Aussicht gestellt.